Ja, hallo. Heute wollte ich euch gerne zeigen, wie man eine Linie faltet. Schaut euch dazu bitte zuerst mein Video zur Quadratbasis an. Dann nehmt die bitte und tut die mit der offenen Seite nach oben legen. So. Nun falten wir die rechten Spitzen auf die linken Spitzen. Mit Mehrzahl. Klicken das leicht. So, jetzt haben wir wieder eine Mittellinie, die uns helfen wird. So, danach falten wir diese Seite nach drüben. Also so hier ungefähr. Achtung, nicht zu weit, denn jetzt tun wir diese Seite zu dieser Seite falten. Ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz hinhaut. So, danach tun wir die rechte wieder raus. Dass das so liegt. Also die rechte Seite liegt oben. So. Nun nehmen wir die rechte Seite wieder und klappen die so auf. Und versucht dabei, dass diese Mittellinie auf dieser liegt. Dieser Linie. So, richtig bis nach unten durchknacken. So. Sieht dann so hier aus, also zum Vergleich. So sah es vorher aus. Danach haben wir es hochgenommen und einfach platt gedrückt. So, nun falten wir die obere Seite an diese Mittellinie. Aber nur von dem platt. So. Selbe mit dieser Seite und der Mittellinie. Ich stehe erstmal kurz ein bisschen. Da machen wir das wieder auf. Aber nur leicht und nehmen uns danach diese Lasche hier und klappen die nach unten. Und zwar so weit, dass wir das hier an der Seite runterklappen können. Selber auf der anderen Seite. So, wenn es nicht klappt, macht es einfach mit Gewalt. Doch nur nicht einreißen. Sieht jetzt so hier aus. Nochmal. So. So war's. Danach haben wir den in der Mitte einfach runtergenommen. Da geht das an der Seite schon runter und danach einfach zack. Das sieht bei mir jetzt nicht gerade schön aus, aber muss es ja auch nicht. So. Jetzt nehmen wir uns die linke Seite raus und machen dasselbe mit ihr. Das heißt, wieder platt drücken, also erst leicht öffnen und platt drücken. Da, diese Seite zur Mittellinie. So, und diese Seite zur Mittellinie. Drehen wir mal ein bisschen. Ei, ei, was war das jetzt? So, das machen wir dann wieder auf. Klicken das nach unten und zwar so, dass es dass man die Seiten wunderschön mitknicken kann. So. Die sehen jetzt gleich aus. Jetzt drehen wir das Ganze und machen dasselbe wieder hier. Das heißt, diese Seite erstmal hier rüber falten. Versucht dabei ungefähr hier oben die Spitze mit dieser Spitze zu machen. So. Dasselbe mit dieser wieder. Also wieder rüber. Wieder die Spitzen hier beachten. So. Machen wir wieder die rechte zuerst, also die rechte wieder nach oben, die rechte Seite. Und danach nehmen wir die und halbieren die wieder so schön. Dann falten wir diese Seite zur Mittellinie.
und diese Seite zur Mittellinie. Sieht dann wieder so aus, dann nehmen wir das und falten das wieder nach unten. So dass das wieder alles wunderschön passt. Na komm, so. Da passt das. Machen wir es wieder mit links. Nehmen wir die linke Seite raus. Irgendwie so schön. Nach diese Seite zur Mitte, diese Seite zur Mitte, machen das auf und falten das wieder nach unten. Machen das fest. So, das sieht jetzt so hier aus. Guck, auf der anderen Seite auch. Nun nehmen wir uns die oberste Seite und falten die so nach hinten. Also hier die Mitte, dann noch einfach nach hinten. Müsste eigentlich ziemlich leicht gehen. Das machen wir auch auf der linken Seite. So, dann drehen wir das und machen dasselbe hier auch nochmal. Das heißt, einfach nach hinten falten. So, wenn wir das haben, nehmen wir einfach die obere Seite und hier die oberste und knicken die nach unten, machen die etwas fest, dann drehen wir das wieder um 180 Grad und machen das wieder ganz nach unten. Wenn wir das jetzt so nach oben halten, das an der Seite so ein bisschen aufmachen hier. Sehen wir, dass wir hier auch noch zwei solche Dinge haben, die wir auch noch mal nach unten knicken. Dann auch. Tada. Fertig ist unser Valyria.